Hallo liebe Zuseher, wir befinden uns hier vor der Fachhochschule St. Pölten. Ich bin Diätologie-Studentin und durfte gemeinsam mit meinem Jahrgang eine Lehrveranstaltung in Form des Inverted Classroom-Modells absolvieren. Um herauszufinden, wie diese Art des Unterrichts bei meinen Kolleginnen ankam, befragte ich einige von ihnen. Die erste Frage lautete: An welche Aspekte des Inverted Classroom Modells erinnert ihr euch positiv? Mir hat gut gefallen, dass man sich das eben selber einteilen kann, wann man was anschaut und wie oft man sich es anschaut. Auch vor einer Prüfung, dass man sich das Ganze nochmal vor Augen führen kann, was ist wichtig, und das habe ich super gefunden. Ja, es ist eine ganz effektive Variante für den auditiven Lerntyp. Das heißt, wenn man jetzt speziell durch Zuhören lernt, ist es eigentlich die optimale Unterrichtsmethode. Natürlich hat dann aber zum Beispiel der visuelle Lerntyp Nachteile, weil ihm die Methode nicht viel bringt. Es ist auch vorteilhaft, ob man jetzt eher vormittags oder nachmittags effektiver lernt. Da kann man sich die Zeit dann genauso einteilen, dass man dann eigentlich den optimalen Lerneffekt herausholt. Also für mich als Pendlerin war es voll super, weil ich habe nicht immer extra auf der Fahrt herkommen müssen und habe mir die Videos daheim anschauen können. Besonders gut hat mir die freie Zeitanteilung gefallen. Das heißt, wo, wie oft und wie lange man sich die Videos anschauen konnte. Dadurch hat man sich besser konzentrieren können und auch immer aufmerksam zuhören können. Ich habe es gut gefunden, dass man sich die Videos mehrmals hintereinander anschauen kann. Dadurch kann man sich schon einiges an Inhalt merken und es war auch sehr hilfreich vor der Prüfung. Also besonders positiv für mich war, dass man wirklich nicht an der Phase hat messen. Das heißt, ich habe am ersten Unterrichtstag zum Beispiel auch nicht Zeit gehabt. Also sobald man Internet hat, ist es ganz geschickt, weil man überall und überall zugreifen kann. Jetzt wissen wir über die positiven Erfahrungen Bescheid. Doch was sollte aus Sicht meiner Kolleginnen unbedingt noch verbessert werden? Ich würde auf alle Fälle zu dem Video zeitgleich die Folien oder das dazugehörige Skript zur Verfügung stellen, dass der auditive und der visuelle Lerntyp nicht benachteiligt sind. Also bei uns war es so, dass wir nach den Videosessions unser Wissen überprüfen haben können mit einem Test. Der ist zwar nicht benotet worden, aber ja, ich habe ihn ein bisschen überflüssig gefunden, und zwar aus dem Grund, weil erstens Zeit draufgegangen ist im Unterricht und zweitens, es gibt viele Typen, die dann sowieso erst zur Endprüfung lernen, und folgedessen würde ich dann vorschlagen, dass man schon einen Fragenkatalog zur Verfügung stellt, am besten online, und individuell, wenn man dann für sich lernt, kann man dann überprüfen, ob man den Stoff beherrscht oder ob es da noch irgendwo Schwächen gibt, und dann kann man ja dann eventuell noch den Unterrichtenden fragen. Vor allem das ICM sollte man eigentlich nur für Vorlesungen verwenden, wo die Anwesenheit nicht zwingend notwendig ist. Das heißt, Vorlesungen, wo Basiswissen vermittelt wird, kann man sehr gut verwenden. Verbessern würde ich, es ist so, dass im Video sehr viele Fakten präsentiert worden sind und das Ganze drumherum hat eben gefehlt. Also es wäre wichtig, wenn auch Beispiele gebracht werden, dass man sich das besser merken kann. Ja, also ich finde, man sollte die Videos nicht aufs Nötigste kürzen. Es sollte so viel Inhalt wie im wirklichen Unterricht übermittelt werden. Und dafür müsste man die Videos einfach länger machen oder mehrere Videos zu einem Thema machen. Also bei der Einteilung von den ICM-Einheiten wäre es, glaube ich, voll wichtig, dass man die, wenn möglich, montags oder freitags macht und vielleicht sogar darauf schaut, dass vielleicht sonst keine weiteren Vorlesungen mehr sind auf dem Tag, weil dann würden alle maximal profitieren, weil auch dann die Studenten, die am Campus wohnen, einen Tag später oder früher an- oder abreisen könnten. Sollen nun weiterhin Vorlesungen in Form des Inverted Classroom-Modells stattfinden? Ja, würde ich super finden. Ja, absolut, weil es eine willkommene Abwechslung ist im Stundenplan. Ja, dadurch, dass viel Positives und aber auch Negatives gibt, ist mir eigentlich egal. Ja, also ich habe es schon gut gefunden. Ja. Ja, also für gewisse Fächer finde ich schon, dass es sich ganz gut eignen würde. Mir ist es wirklich egal. Es kann gern weiterverwendet werden. Muss aber auch nicht sein.